Ich reagiere auf die brokensten Brawler, die es jemals in Brawl Stars gab. Welche das sind und was sie so stark gemacht hat, erfährst du jetzt. Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Das Originalvideo ist selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt. Check das also sehr, sehr gerne ab und wir gehen rein. Let's go. Ich bin extrem gespannt. Okay, also er sagt, es gibt auch einen anderen YouTuber, der das schon mal gemacht hat. Deswegen schau natürlich auch an ihn. Wie gesagt, das Video ist jetzt in der Beschreibung. Und jetzt bin ich gespannt. Ja. Das Video ist von 2024, also ist es auch sehr, sehr aktuell. Und einige Brawler habe ich safe mitbekommen, andere werde ich auch bestimmt verpasst haben. Deswegen wird das jetzt hier sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Das ist schon krass. Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich ultra gespannt, wer jetzt kommen wird, Freunde, und was es damit auf sich hat. Let's go. Okay. Daryl, okay. Daryl hat, sieht man hier oben, 23 Buffs und 15 Nerfs insgesamt bekommen. Auch eine sehr, sehr krasse Statistik. Also Daryl, einer der wahrscheinlich so mit am häufigsten geänderten Brawler, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie oft Balance Change in Brawl Stars kommt, aber das hört sich schon mal häufig an. Before the game's global release, but ja. It was still close enough and I had to include it. Basically, ja. He at one point had a super... Schaut euch das einfach an, die Ulti. Die geht einfach von Mitte der Map bis zum Ende der Map. Insgesamt waren es 23 Felder, wie ihr unten schreibt, und wir hatten uns da schon mal was angeguckt, da hieß es einfach, dass seine aktuelle Ult einfach mal nicht mal ein Drittel so lang ist, wie sie damals war. Und das ist natürlich komplett insane. Tiles when he used, ja, it. This was insane. Heftig. Komplett. Now, ja. Schau nicht, aber das ist seine aktuelle Ult. Schaut euch mal den Unterschied an. Imagine, das ist crazy. Extremely broken in some game, ja, modes. Definitiv. Even though this did get nerfed eventually, he then moved into a Steel Hoops era where, okay, that star power was just too strong. Ja, ich entsinne mich. Damals war auch noch seine Star Power sehr stark. Ich glaube, das war dann Global Release irgendwann. Aber Daryl damals vor Release, ich habe ihn nie mit dieser krassen Ult gespielt, glaube ich. Aber das ist natürlich schon absolut heftig. Werden aber die wenigsten wissen, weil die allermeisten natürlich das Game nach dem Global Release gestartet haben. Wir machen aber weiter. Leon was released. Leon, okay. His attacks were deadly. Ja, Leon, Leon, Alter, jetzt wo er sagt, ne? Also Leon war damals komplett busted. Das war so ziemlich der krasseste Brawler aller Zeiten und wir sehen, er hat in Anführungszeichen nur 10 Buffs und 9 Nerfs bekommen. Ist also noch deutlich verträglicher als jetzt Daryl, der gefühlt jedes Mal geändert wurde, aber Leon damals war wirklich krass. Ja, und das ist das Krasse. Schaut sich an. Er läuft rein und die Pam sieht ihn einfach nicht. Die Pam hat ihn nicht gesehen, er wurde dadurch nicht aufgedeckt, Freunde, und das ist einfach nur komplett insane. Ja, richtig. Way too high, and he, ja, would end up seeing 5 nerfs within the... Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat einfach 5, nee, ich glaube sogar 6 hat er gerade gezeigt, 6 Nerfs in Folge bekommen. Und das zeigt einfach, wie unfassbar heftig dieser Brawler war. Wir sehen jetzt hier auch, ne, der erste Nerf war direkt eben die Unsichtbarkeit. Der kam auch direkt hier am 7.12., also kurz nachdem Leon überhaupt global released wurde, kam eben schon dieser Nerf. Und das zeigt einfach, wie heftig broken first der Brawler war. Of his existence. Ja. We then go into 2019... 2019. Oh, oh, Rosa. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, Freunde. Rosa war auch von meiner Perspektive safe einer der brokensten Brawler im ganzen Game. Ja. Das muss man sich bereitziehen. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt ist, aber ich glaube, es sind keine 6 Sekunden mehr. Und selbst wenn es 6 Sekunden sind, man sieht es auch oben, nur 5 Buffs, dafür aber 9 Nerfs in ihrer gesamten Existenz, Freunde. Dann war die Ulti damals mit 80% Damage Reduction einfach nur komplett broken. So many cases, da kam nichts dran. Super, ja, again, ja, richtig. Du hattest unendlich Super. Genau, ja. Also rare, so like everybody, ja, got her really. Das fast war völlig verrückt. Luckily, ja, there was no hesitation in realizing how broken she was, because she, ja, was nerfed 4 days after. Das war krass. Ich weiß noch, damals kam sie raus, ich habe sie gepusht und dann wurde sie instant genervt. Man sieht, der Nerf ging sogar noch, dann war sie stark. Ihre Super wurde von 4 Sekunden oder auf 4 Sekunden direkt reduziert. Also das war wirklich einer der krassesten und auch gleichzeitig frustrierendsten Brawler, gegen die man jemals spielen konnte. Und das war vor 5 Jahren. Das muss man nicht mal geben. And then 3 weeks later. And then again. 3, ja, weeks later. Oh, sie wurde einfach dreimal voll genervt. Ist das krass. Wir machen weiter mit dem nächsten Brawler, Freunde. Oh mein Gott, 8-Bit. Da sieht man auch 6 Buffs und 7 Nerfs, ne? Mit dem habe ich ja auch gezockt. Und der hatte die absolut krasseste Star Power im ganzen Game, Freunde. Er konnte einfach mal wieder spawnen. Aber wir werden es gleich sehen. Guckt es euch an. This was the star power that would allow players to respawn in any game mode. Da
Where it would show its greatest degree of brokenness. Wie dumm, er hat doch ein Schild gehabt ohne Grund. Ich glaube, der wurde damals dann erst wurde irgendwie der Schild weggemacht und dann wurde die Star Power einfach ganz entfernt, weil sie einfach viel zu broken war. Ist auch super offensichtlich. Ja, oh mein Gott, das war auch so geisterkrank, Freunde. Einfach eine Star Power, wo sie immer wieder mit einem AP überlebt und du sie gefühlt nicht töten kannst. This star power received one nerf before being removed entirely. Ja, schaut's euch an. However, this was not fixed until March 15th of 2021. Das ist so crazy, ne? 2019 basically had two nearly back-to-back releases of brawlers who just Leute, sie haben es nicht genervt bis 2021. Das wusste ich nicht. Be taken down. We then move into 2020 and first on that list is Sprout, Junge. Sprout war mein erster Brawl, den ich wirklich deutlich über 1000 Trophäen gepusht habe. Damals noch in Duo Showdown, das waren ganz viele Zeiten. Damals gab es nämlich da noch kein Teaming oder kein Win Trading, sagen wir mal. Und das war wirklich crazy. Sprout war so stark und ihr seht 2 Buffs und 8 Nerfs. Das sind verrückte Statistiken. On release, Sprout had a very wide attack radius, and on top of that, with Overgrowth, every attack had a wider radius. Sprout also had a super that charged in 4 hits, das making so it pretty verrückt. Easy to trap enemies within those little walls. Sprout began seeing nerfs within 1 week of being released. Boah, das ist so krass. Aber sie haben auch, muss man sagen, sie haben dann auch relativ schnell reagiert. Heute ist es ja eher so, Kid Emergency Nerfs oder andere Dinge, die kommen ja dann auch frühestens so nach einer Woche. Wir haben jetzt schon gehört, bei Rosa kam das früher. Bei Sprout kam es auch nach einer Woche, aber das war damals schon relativ geil. Heute natürlich auch noch, ne, klar. His to the max star power used to split after hitting Surge, stimmt. Oh mein Gott, ja. Da war die so broken. Die Star Power hat man damals immer noch gespielt. Auch hier 4 Buffs und 7 Nerfs insgesamt. Zeigt auch, wie stark der Brawler war. It almost made him like a juicier version of Spike. Ich erinnere mich. So hatte ich ihn auch noch im Kopf, bevor ich ihn dann wieder gezockt habe. Da habe ich gewundert, hä? Die 4. Fähigkeit ist ja gar nicht mehr so busted. Ja, richtig, genau. 2 Monate hat es gedauert, zwar ewig. Deswegen hatte ich ihn auch so in Erinnerung. Okay. Oh, Amber. Amber war auch so broken. Amber. Ich weiß nicht mehr, was sie so broken gemacht hat, aber ich weiß, dass ich sie damals ordentlich gepusht habe, direkt. 6 Buffs und 9 Nerfs, auch krass. She was able to fill up her supers significantly fast, burn enemies, refill her super, and she even ran pretty fast. But like everyone else, she got hit with Quarters. Oh, schaut euch an, Digga, da kommt direkt die Nerf-Kolle, ne? In einem Update einfach 4 Nerfs auf einmal. Super Damage, super Recharge Rate, Leben runter und natürlich nochmal dann, wie viel Schaden sie machen muss, um die Super rauszuhauen. Auch alles wurde um die Super genervt. Das ist crazy. We then move on to 2021. And the first broken brawler of that year would be the one and only Colonel Ruffs. Okay, Ruffs war broke, das hätte ich nicht gedacht. Da war ich nämlich raus, da habe ich nicht mehr gezockt. Da war ich raus, deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt an Ruffs genau broken war. I'm honestly honored to say that Ruffs actually served a brief role as a broken brawler. When Colonel Ruffs was first released, his unload speed was fast. This meant that he, a brawler who's meant to keep his distance, was actually very efficient at close encounters. As long as he didn't need to reload, Ruffs got to stay in the state for over 2 whole months before he finally got a nerf. 2 Monate war der broken, das ist auch heftig. On March 15th of 2021, Stu was released. Stu, okay. Was? Der hat 1 Buff und 8 Nerfs bekommen, das ist bisher Rekord. Knockback on release, and you've probably heard me say that before, but let me remind you, it was a bad time to be a Frank. Knockback? This knockback mayhem was rightfully removed. Digga, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja völlig gestört. Der ist ja heute noch stark in den guten Händen. Belle was the next brawler to be released and she was also broken. Belle was released with infinite. Belle war auch broken. Ich erinnere mich, also logischerweise, weil ich da nicht gezockt habe, aber das wusste ich gar nicht. This meant that when you had that one teammate, you were screwed. This was also during the prime era of Mapmaker, so those little boxy maps were really unpleasant. Digga, warte, hat sie unendlich viel gebaut oder was? I had a Belle on the other team. Belle remained in this powerful state for 2 months before being nerfed. Digga, was ist das denn, Geisterkrankes? In the June 2021 update. Juni, er wurde broken gemacht im Juni 2021. Okay, das ist crazy. 18 Buffs, 10 Nerfs. Received a trait where they could fill their supers by taking damage. Ja, genau, klar, das ist ja heute auch noch so, ist ja auch gut. Same time, El Primo could also fill his super by only landing 9 attacks. Ah, permanent Ulti, ne? Ja, okay. Insanely strong, especially in Showdown. In the end, his trait was nerfed after 1 day and a bit later. Boah, krass, okay. Die Super, okay, heftig. Ah, das ist krass. Einfach die
direkt so eine Nerf zu dieser Eigenschaft. Krass. His supercharge from attacking was drastically reduced, which led to a pretty quick solution to his problems. Ja. In September of 2020, aber krass, dass der mal broken war. Okay, jetzt komme ich aber zu Meg hier. Meg was released. Meg started off not 7 Buffs, 12 Nerfs. Ich finde Meg echt einen geilen Brawler, muss ich as sagen. As broken as the other brawlers, but still broken enough to be featured on here, I guess. Okay. Basically, at the start, her mecha was fair and balanced, but the problem lay in the fact that she could lose her super, immediately fill it, and then use it again. She used to take shots to fill a super, which was actually doable if she had 4. 6 Schüsse? Das heißt, sie schießt ja jedes Mal 2. Das heißt, man kann mit 3 Schüssen die Super landen. Okay, das ist mad. Das ist mad, Digga. Heute ist es irgendwie 12 oder so gefühlt. A quick nerf to her ammo after losing her mecha. She would remain balanced until she became Meg 2.0, when her star powers capabilities took off and she simultaneously became the Teeming Queen in showdowns. Her damage was just a bit too high, but the actual broken... Lola ist auch so ein Brawler, kaum bisher behandelt. 2 Buffs und 4 Nerfs, das ist nicht viel. This came into play when she used her super. Basically, the ego would do 100% of Lola's damage. Okay, 100% damage ist viel, das ist ordentlich. And this basically meant that you could just put your super right at your feet and then you'd have double output per attack. This was das ist krass. Fühlt sich aber heutzutage irgendwie für mich immer noch so an, muss ich ehrlich sagen. A bit over a month later. Aber hier sehen wir, sie wurde genervt, wenn man weiter von ihr wegsteht, scheinbar. We saw Eve release in early March. Okay, Alter, Eve auch so ein Brawler. Hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht gedacht. 1 Buff, 6 Nerfs, das ist krass. Also ich dachte, Eve ist so ein Brawler, der vielleicht nicht so stark war, aber scheinbar täusche ich mich. Was quite a lot to deal with in her early days. She had too much health, did too much damage, and she had an attack that moved too fast, and she charged her super. Im Nachhinein wünsche ich mir echt, dass ich zu diesen ganzen Brawler mal gespielt habe, weil ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie broken so Eve wirklich war, weil ich es halt nicht erlebt habe, wisst ihr? A bit too soon. Oh, and every third egg that made contact with an enemy would spawn a hatchling if she had Happy Surprise active. She made the spawner meta a brutal thing to have to deal with. Ja, ekelhaft. 2022, ich stelle mir die so ein bisschen so kind of ekelhaft vor, wie sie heute auch in die Mutation ist. Das ist ja auch komplett ekelhaft. Janet wasn't necessarily the most broken Janet, on the okay. list, but she still had a few rather unpleasant features that we had to put up with. Her brokenness primarily came from a super that charged in 5 attacks and a gadget that okay, was 5 Attacken zur Super ist heftig. Drunk, and it could also be dropped while she was flying. Luckily enough, both of these issues were resolved within the first okay, krass, aber jetzt zeigen sie hier nicht mehr die Buffs und das finde ich interessant. And in June 2022, Penny was hätte ich jetzt gern gewusst. When she was okay, Penny hat 14 Buffs und 10 Nerfs bekommen, krass. She was given a whole new everything, but with a whole new everything, that meant that some of the stats were also Penny zum Beispiel, kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, dass die jemals broken war, weil sie aktuell so schlecht ist, dass es einfach für mich unvorstellbar scheint. A bit too strong. As you can imagine, she was nerfed the next day. Her cannon had a fire rate of 2.5 seconds and that was just a bit too overpowered. 2 Kopf, die Kanone ist heftig, ja. On September 5th of 2022. With his release was the Hardy Recovery Star Power. It served an amazing fundamental use. However, okay. its fundamental use was given a percent that was just a little bit too high. Eventually, it lost a third of its healing potential and it entered a bit of a more balanced state. Digga, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was ich habe noch nie Sam gespielt. Ich habe keine Ahnung, von dir gerade sprechen, aber scheinbar scheint seine Star Power sehr stark gewesen In zu sein. November of 2022, Buster. Was released. And well, Buster was habe ich auch noch nie gespielt. Rosa. Okay, also einfach die Rosa von dem Jahr. Okay, ich habe nicht gesehen, wie viele Nerfs er bekommen. Okay, 4 Buffs, 12 Nerfs, crazy. Das ist crazy. In fact, his stats okay. were so good that he saw a total of 10 nerfs within Alter, his first 10 nerfs! Okay, das ist krank. 10 nerfs bisher der Rekord. Das hätte ich nicht gedacht, dass der mal so broken war. Crazy. Then in December of 2022, two broken... Erzähl mir nicht, dass der Heslon-Clown broken war. Ich kann bei Greg... Aber Bro, doch nicht der Clown, Alter. Broken brawlers were released on the same day. Chester and Gray. As for Chester, his stun super was very powerful and it made... Digga, der hat 2 buffs und 6 nerfs bekommen, WTF. Der braucht doch mal ganz dringend einen Buff, das ist doch krass. Then it received 4 nerfs all at once, 3 weeks Alter, after Chester... what the hell, guckt euch das an, was ist das denn? At the same time, his regular attack was also way too strong. When he was okay. released, Chester could one-shot 20 different brawlers. Er konnte 20 Brawler one-shotten? Bro, was ist das denn? So it was important for them to take action swiftly. Gray, okay, that's crazy. Two additional weeks for his full brokenness to be unleashed when the Grand Piano Gadget became available. His Grand okay. Piano Gadget looked marvelous as it would fall and create a massive divot in the map. Digga, das habe ich ja noch nie gesehen. Gibt's das Gadget doch? Nein. The only problem was, this thing was too strong. It covered an insane amount of area. Der Radius hat Mauern zerstört. At the same time though, Gray's super Bro, den hast du ja in jedem Game mit Sniper gespielt. All friendly brawlers instantly.
Did you ever Digga, play WTF? The game during that time? If so, do you remember that Jackie Gray, Bo Strat, and Knockout? Chances are, you most likely have. And now, in 2023, the first broken brawler to be released would be RT in March. When RT was released... RT! Oh, Junge, RT! 0 buffs and 2 nerfs is crazy. His form allowed him to unload all of his attacks really, really fast. This meant that he could deal 20,000 damage in 1 second. Aber RT hat jetzt auch wieder einen guten Buff bekommen mit diesem Gadget, dass er irgendwie instant seine Ult hat. Also der ist jetzt auch nicht schlecht gerade. Ich glaube sogar RT ist balanced. Wobei RT hat keinen Buff bekommen. Ich glaube es war ein Rework oder so. Ich weiß aber nicht. Der Buff hat er scheinbar keine bekommen. 6 Wochen haben die gebraucht. Okay, krass. Another Crimson RT glitch, but that's a story for another day. And then in April of 2023. Shelly's movement speed was drastically increased. And this was Shelly hat 14 Waffen und 11 Nerfburg. Ich meine, sie ist lang dabei, klar. Aber Shelly broken ist auch krass. Total overkill. You could combine that with the speed gear or pretty much anything else, and she instantly became one of the fastest brawlers to ever okay, see the battlefield. Heftig. And considering das that she's meant to be up close, this was really unpleasant. Shelly mit Speedgear, wenn sie ohnehin schon schnell, stelle ich mir sehr, sehr ekelhaft vor. For any enemy, I'll put it this way, you did not want to play Cavern Churn during this era. But eventually, her movement speed was nerfed. And then in June of 2023, Hank was released. You may know him as like a joke of a brawler now, but at the start, ja, Hank ist jetzt übel schlecht. Ja, wie kann der broken gewesen sein so? Too much health, he did too much damage. He had a super that was too strong, and I guess he was just extremely broken. Das ist Not krass. To mention, das his ist attacks krass. Did a lot of damage if he got power cubes, and it was like pretty scary. Das kann ich mir gar nicht vorstellen heutzutage. Large waves of nerfs, and then a bit later, he would be labeled as one of the worst brawlers ever. And unfortunately, they still see him like that. In July of 2023, ja. Cordelius was released. Oh my god, Junge, 0 buffs and 4 nerfs is respectlos. At the beginning, Cordelius could do anything while in his Shadow Realm. Das that meant insane. He could charge his super, use his super okay, again. Okay, konnte alles machen, das ist ja richtig dämlich. And hit them das with ist ja richtig dumm. One mushroom gadget, which by the way, lasted even longer than it does now. But luckily, balance Hört changes völlig fixed broken this an. Madness real fast. And then, Alter, 1,5 Sekunden nicht angreifen ist respektlos. Fast forward all the way to November of 2023. Charlie. Von Charlie habe ich schon gehört, dass die sehr, sehr broken war und auch immer noch eine lange Zeit sehr, sehr stark war, bevor sie dann wieder genervt wurde. Da hatte ich aber schon gespielt. When Charlie was released, on ja. release, her super was strong. Ein Buff, 6 Nerfs, Junge, ist das krank. And her spiders were pretty dang tanky. Even now, she has that one duos thing where they can survive forever in the storm, but it doesn't seem like anyone's willing to fix that at das that given so moment. Das ist so heftig. And in December of 2023... Stimmt, Fang war auch broken, aber bei Fang habe ich irgendwie gar nicht so mitbekommen. Alle meinen, der ist busted, aber ich fand den gar nicht so busted. Fang was given a hypercharge. Wahrscheinlich, weil ich einfach schlecht war. This ability lasted 6 days before it got a nerf, but before that, it literally allowed Fang players to blindly spam supers and wipe out the entire enemy team, even in 5v5s, and it was brutal. Hölle. The community hated this, and it became one of the most well-known... Der Typ hat gespielt, ohne was zu sehen, und trotzdem gewonnen? ...no skill moments of all time. On December 28th of 2023, Kit was released in early Kit. Access. Oh, Junge, 0 Buffs und 3 Nerfs. Aber das stimmt nicht mehr, weil die neuesten Balance-Änderungen, die hat er jetzt hier in dem Video nicht drin, die haben Kit wieder gebufft und auf einmal ist Kit wieder überall. Also ja, da hat sowas jetzt sich vielleicht wieder verschätzt. Release, he could use infinite supers if he had enough power cubes. Das ist so dumm. Also Kit war wirklich, da muss ich sagen, wenn die anderen Brawler auch nur ansatzweise so broken waren wie Kit, dann fühle ich gerade mit euch, dass ihr diese Ära durchstehen muss. Das ist ja komplett gestört. If he latched on an enemy who already couldn't Kit do anything, so broken. And this literally created a situation where all Kit had to do was get ja. a few power cubes and showdown. Ja. Sie konnte nicht angegriffen werden, während sie auf dem Gegner war. Wie dumm! For a pretty much guaranteed win. This absolutely ja. ruled the meta for a course of a week or two, and there was absolutely no stopping it ja. until Kit finally received some very well-deserved nerfs. And ja. finally, in 2020, und jetzt natürlich Larry und Lori, Freunde. Gut, nach Larry und Lori kommt nur noch Melody eigentlich. Das Video ist jetzt 2 Monate alt, deswegen ist Melody noch nicht drin. Aber Melody war auch sehr, sehr krass. Released so far. And ja. well, 0 Nerfs und 4 0 Buffs und 4 Nerfs krank. Ja, Larry Lowry, mein erster Brawler auf 1250. Komplett krank. Also wirklich. Digga, was zeigt der da? Achso. As ja. you can see, we've had quite a fair share. Larry Lowry ist immer noch okay, aber wirklich nur noch okay. Also nicht mehr stark tatsächlich, das ist krass. But they all eventually kind of get fixed. Anyways, that's all ja. I have for today, so thank you. Sehr, sehr geiles Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben lassen, gerne in die Kommentare schreiben, auf welches Video als nächstes mal reagieren sollen. Ja, demnächst gibt es natürlich auch wieder ganz normales Gameplay. Hau rein, danke fürs dabei sein. Ciao.